Das eigentliche Problem ist doch, dass ich krank immer noch besser spitte als 90% der Rap-Szene. Und das ist Fakt, das ist Fakt. Aber ich hab's einfach satt, ich hab's einfach satt. Ich hab so richtig satt, Alter. Fuck mich, ich hab diese ganze Szene, ich hab keinen Bock mehr auf mich. Gar nicht, Mann. Nichts gesehen, nichts gehört, nichts gesagt. Nichts verstehen, sich zerstören bis zum Tag, an dem die Erde auseinanderfällt. Menschen sind nur Puppen, die besessen von Dämonen sind. Annabelle, ich hab das Leben aus den Augen verloren. Doch nicht an einem Punkt entspreche ich der traurigen Norm. Ich hab die Kette noch am Hals, doch dieser Glauben ist fort. Denn dieser Teufel hat die Seele und die Launen sind Zorn. Ich werde nie im Leben massentauglich sein. Vorher setz ich einem Dämon eine Maske auf und wein. Ich raste aus und schrei, hol die Leuchtfackeln raus. Doch die Menschen haben weiterhin die Scheuklappen auf. Keiner will erkennen, wer die Fäden zieht. Sie reden nie und denken, wenn sie schweigen, kommen sie zu ihrem Lebens. Das klingt ja wie in jüngster Steinzeit. Sie sind eingeschränkt wie Deutschland in der Künstlerfreiheit. Die Reichen stehen immer über dem Gesetz und das überall. Deutschland, die Eigentümer von Bayer, BASF, BMW und VW, sie alle haben unter Hitler Sklavenarbeit betrieben. Und die Firmen sind immer noch in Familienbesitz. Oder wir kriechen diesen Arabern in die Ärsche, weil sie durch ihr mit Öl gewonnenem Geld nur so um sich schmeißen. Dabei richten sie tagtäglich Menschen hin. Aber uns ist das völlig egal, weil sie ja das Geld haben. Früher wollte ich immer Rapper werden. Heute bin ich Rapper, doch die Mucke gibt mir keine Heilung, sondern extra Schmerzen. Ich habe jahrelang geackert, um zu spitten, wie ich kann, aber bin dazu verdammt, alles wegzuwerfen. Ich mache Mucke für die Menschen, die den Tod wollen, um zu verhindern, dass die Menschen ihren Tod wollen. Das ist ein wirklich anstrengender Job, weil die oft am Automaten hängen wie Pfandflaschen von Mock. Hoffnungslose Fälle sagen Banken und Staat, doch Politik in diesem Lande hat im Ganzen versagt. Kontrollierte Städte durch die Banden und Clans, Kriminelle werden reicher und die Kranken bestraft. Dieses Handeln erstarrt und macht die Länder so tragisch. Und so wie immer auf der Welt fällt's in die Hände von Panik und macht die Menschen auf der Erde verrückt. Ich schau den Künstlernamen Panik einfach in die Sterne zurück. Und die Panik geht zu Ende, wenn ich schweig, halt die Fresse, denn sonst knall ich deine Fresse voller Blei. Es ist vorbei, es ist vorbei. Ihr habt es geschafft, ich hab keine Kraft mehr. Es ist vorbei, es ist vorbei, es ist vorbei. Ihr habt es geschafft, ich hab keine Kraft mehr. Es ist vorbei. In 50 Jahren oder auch schon früher ist alles vorbei. Wir haben immer mehr Menschen auf unserem Planeten und immer weniger Wasser, Nahrungsmittel, Gas und Öl. In 100 Jahren wird es unserer durchgefickten Welt nicht mehr gehen. Tja, und Abmachungen gelten nichts mehr.